Swiss Dinner wird präsentiert vom Kochmagazin Saisonküche, saison.ch. Glanzvolle Unterhaltung wünscht Perfect Mousse. So einfach wie ein Shampoo. Für bis zu 30% mehr Farbglanz von Schwarzkopf. Weißt, ich koche gerne und ich koche einfach da, wo ich kann. Heute ist der Erik beim Franco zu Gast. Vor 7 Jahren bin ich um diese Zeit am Limmerplatz im Schlaf. Nur Jacke, Chile, bla bla bla. Also, ich bin wirklich kein Koch, ich bin Hobbykoch. Also, ich muss so sagen, ich habe mit 9 müssen lernen, Gemüsesuppe und Spaghetti machen. Da habe ich jetzt ein bisschen Lorbeer drin, da habe ich jetzt ein bisschen ziehen da noch. Ja. Und nachher tue ich das Fleisch drin und dann ein Schluck Bier. Geht richtig, geht richtig. Swiss Dinner einmal anders. In Brothausen wohnen 28 Menschen, die eine schwere Zeit hinter sich haben. Ohne Dach über dem Kopf war ihr Zuhause lange Zeit die Strasse. Der Erik taucht in eine Welt ein, die vielen fremd ist. Er kocht mit den Bewohnern und zeigt, wie man auch mit wenig Geld und einfachen Zutaten ein gutes Menü zaubern kann. Ich bin in Brothausen, Sozialwerk des Pfarrer Sieber, wo Menschen eine zweite Chance bekommen. Mich interessiert das Koch, woher kommt das Essen? Was für eine Qualität Essen kommt in unserer Überflussgesellschaft an? Zu den Menschen, die am anderen Ende der sozialen Skala sind. Ich hoffe, ich darf heute noch mal jemanden kennenlernen, mit ihm zusammen kochen, Zeit verbringen und eine Geschichte von einem Menschen hören. Langsam verwachen die Bewohner von Brothausen. Hey, ciao, Louis. Hey, Erik. Hoi. Hoi. Was machst du? Hey, schön, bist du da auch. Ja, und du? Hoi. Ich warte eigentlich. Ich warte auf Tafel. Siehst du, da sind sie gerade. Zweimal pro Woche verteilt die Schweizer Tafel gratis Lebensmittel an soziale Einrichtungen. Okay. Soll ich dir ein bisschen helfen? Ja, gerne. Ja. Du, was ist die Schweizer Tafel eigentlich genau? Ja, das ist so, sind verschiedene Firmen, ich glaube, da von der Schweiz, wo sich zusammentun und irgendwie die verschiedenen Hilfsorganisationen helfen. Sag jetzt Sozialwerk Pfarrer Sieber. Also ist das alles gratis? Das ist alles gratis. Ciao miteinander, danke. Ja. Wir sind kurz um. Vor oder nach dem Ablaufdatum, aber eigentlich ist es jetzt nicht so, dass das verfault ist, sondern wahrscheinlich Sachen, die eben die Überflussgesellschaft nicht mehr wegkaufen, wo wir aber da Gott froh sind, dass wir es überkommen. Jetzt tun wir mal alles mit dem Luis zusammen auspacken, dass es so wie ein Lädeli gibt, dass die Menschen dann können Sachen holen. Jetzt einmal schnell, wie sieht das aus? Kann jetzt einfach irgendjemand kommen und zwei Büchse Ananas mitnehmen? Oder geht das pro Haus? Oder? Das ist ja so. Man muss einfach immer schauen, dass einer von den Ersten bist, oder? Okay. Oder ich meine, ist klar. Ich meine, am meisten begehrt sind Joghurt, Schoki. Weißt du, so schnell ich sage, zum Beispiel jetzt Pizza. Oder? Also, wenn du jetzt einer von den Letzten bist, dann musst du einfach damit rechnen, dass am Schluss all die feinen Sachen schon weg sind, oder? Immer am Dienstag und Donnerstag können sich die Bewohner mit Lebensmitteln eindecken. Hallo miteinander. Hoi, ich bin Erik. Ich nicht. Ciao. Franco, hoi. Ciao, Franco. Sali. Hoi, ich bin Erik. Hoi zusammen. Oh, ciao, Elisabeth. Freut mich sehr. Aus. Nein, so etwas hier, das reicht für uns zwei. Ja, ist gleich. Ist gleich. Da reicht. Kann ich eingefrieren, weißt du? Ja, weißt du, wenn ich jetzt nicht mehr kochen und so, dann sage ich, gut, das ist gerade meine Nacht fertig. So, mit dem kann ich umgehen. Ja. Aber für das habe ich noch einen kleinen Kühlschrank, wollte ich die versorgen. Also eigentlich gibt es ja nie einen Streit, wenn ihr jetzt hier Sachen holen könnt, dass einer zu Vorrat nimmt und dann das Zeug... Also Streit, es sollte schon Auseinandersetzungen geben, dass der andere für mich 10 Sachen nimmt, die ich gar nie brauche. Okay. Ich habe auch schon da müssen sagen, nein, ich kann 2 Bratwürste wählen und dann gibt mir noch mal ein 5er-Pack. Gut, ich habe einen Hund, weißt, ich kann das noch so lösen, ja. Oder? Aber, ja. Weißt du, mich schießt das an, wenn ich Sachen fortrühren muss und weiss, wie viele andere nichts haben. Und ich habe auch schon nichts gehabt. Oder? Darum nehme ich wirklich nur das bisschen, das ich brauche. Und wenn ich mal etwas zu wenig habe, dann geht es nicht mehr. Und ich denke, der zuerst kommt, der mal zuerst. Fertig. Also kann jeder anständig anstehen. Weiss jeder, wann und wie.
Ich habe das letzte Mal mit Louis essen. Darf ich heute mitmachen? Ja. Ihr sucht aus und dann kochen wir miteinander. Gerne, ja. Was, dann tue ich mit Louis weiter ausladen und aufräumen und dann nehmen wir einfach. Ja. Ist gut. Okay, gut. Also nehmen wir hier noch das Brokkoli oder Dings. Was, ja. Was haben wir denn bis jetzt also, geplant gehabt? Das nehmen wir für heute. Das ist privat. Da, ja. Jawohl. Das nehmen wir für heute. Der Käse eventuell noch. Und was willst du? Nehmen wir einen Brokkoli, wenn es schon hat. Ja, oder? Ich meine, ja. Ja, ist ja nicht ganz Saison, aber... Habt ihr gerne Artischocken? Nein. Elisabeth? Ja. Also, ich würde es gerne probieren, aber ich kann es eventuell... Wollen wir uns irgendetwas mit einer Artischocke machen? Super. Ja. Gut, ja. Ich würde es sicher gerne probieren. Ich helfe Louis noch schnell fertig ausräumen, ja. Und dann komme ich bei euch die Pöpperlin. Okay. Ist das wir gut? Wir gehen jetzt mal schauen, was wie wo. Vielleicht mal etwas posten. Mal, zum Posten muss ich sowieso schnell etwas. Aber jetzt nicht zum Kochen, aber vielleicht noch irgendein Kräutchen oder weiss doch auch nicht. Alles klar. Zuerst mal sortieren. Gut. Oh, gut. Merci. Bis später. Also packen wir mal aus. Ja. Weil ich habe, was ist los? Hast du Besuch? Jetzt hat es geklopft, ja. Oh, komm rein. Danke, dass du mich reinlässt. Super. Ich kann schon einen Früchtekorb bringen. Ja. Aber Glück wäre gut gewesen. Sorry. Ja, Rübanschu. Hoi, Elisabeth. Hoi. Sorry. Du, schön heimelig haben wir es hier. Gell, ja. Ja, langsam, ja. Langsam. Nur du wohnst dort. Elisabeth, du bist im anderen Haus. Ja, ich bin im Frauenhaus. Okay, haben wir eine Frauenwege? Ja, es hat ein Haus, wo nur drei Frauen sind drin. Aber im Moment bin ich gerade allein. Genießt du das oder hättest du lieber Gespönli? Ja, ja und nein. Ja und nein? Ja, weil es ist schön mit Gespönli, aber es ist auch schön, wenn man allein ist. Und ich komme halt viel dafür zu den Männern die Wege, oder sie kommen zu mir hindern. Ah, Elisabeth! Sie kommen zu mir, und ich mal für alle kochen, also für alle. Die wollen kochen, die können kochen und essen. Habt ihr jetzt Mühe damit, dass ihr darauf angewiesen seid, dass andere Menschen das Essen für euch spenden oder dass ihr eben von den Grossverteilern Sachen bekommt, die die anderen Leute nicht mehr kaufen würden? Oder der Grossverteiler sagt, das würde ich jetzt nicht mehr in Verkauf geben? Nein, eigentlich nicht. Nein, im Gegenteil. Wir sind ja froh, wenn wir so etwas bekommen. Ja. Es gibt in Brothusen 5 Wohneinheiten mit Platz für bis zu 7 Bewohner. Die Küche wird geteilt, aber jeder hat ein eigenes 16 Quadratmeter grosses Zimmer. Ich habe ja nur das. Verstehst du? Ich habe nur das. Jetzt habe ich noch ein bisschen Küche, ich kann mich da ein bisschen ausleben. Weißt du, aber das ist noch schwierig, weißt du? Gar nie etwas zu haben und jetzt hast du plötzlich etwas. Dann tust du ja ein bisschen anders Sorgen. Also, mir geht es so. Vor 7 Jahren bin ich um diese Zeit am Limmerplatz im Schlaf. Ohne, nur Jacke, Schiele, bla bla bla. Ja. Ist das dann der Nullpunkt in deinem Leben? Nein. Ist es noch tiefer gegangen? Ja, es hat sicher ein paar Sachen, die tiefer waren. Aber das macht dich, glaube ich, immer stärker. Weil du weißt, jetzt ist ein Punkt, wo du einfach wieder musst, Füße laufen musst. Gas geben? Ja. Ja, weißt, es gibt Sachen, du musst zuerst umgehen, bevor du wach wirst. Ja. So einfach ist es. Ja. Und schlussendlich, es ist ja wieder aufwärts gegangen. Oder? Das heisst, du bist drogenabhängig gewesen? Ja. Und wie hast du den Weg? Ich bin heute noch. Du bist heute noch? Also, das heisst, ich bin süchtig. Abhängig nicht, aber ich bin heute noch süchtig. Du bist Leben lang süchtig. Was ist in Franco sein Traum? Kanada. Auswandern? Ja, einfach in die Natur. Einfach, ja. Ja. Mit wenig, spartanisch, einfach selber. Ja. Wollen wir langsam köcherle? Ja. Ich weiß nicht. Wieso hast du Hunger? Langsam habe ich ein Hungerli. Ja, gut, dann schauen wir mal. Ich denke, ich mache einfach mal. Oder ist ja, Kochen ist ja auch ein Experiment. Also, ich mache jetzt einfach mal Fleisch mit ein bisschen Pilz, Aubergine, ein bisschen Peperoni, ein paar Tomaten drin, eine schöne Bratensauce, einfach was wir hier noch haben. Und ja, also, die nimmst du jetzt mit? Ja, die gebe ich dir nicht. Okay. Nein, ich habe im Kühlschrank noch eine, die schon 4 Tage alt ist. Nichts wegrühren als alte? Ja, so wenig wie möglich. So wenig wie möglich. Da. Gut. Ja. Wunderbar, dann nehme ich dir das Körbchen ab, dann nachher fangen wir an, dich einrichten zum Schnipseln. Ja, genau. Also, ich gehe mal so mein Zeug holen. Da. Gut, wunderbar. Das ist mein Zuhause.
das ist die Küche. Das sollte eigentlich ein Schrank sein. Der kommt jetzt dann, ja, wie auch immer. Und da ist meine TV, irgendwie eine Google-Anlage. Computer und so. Zwiebeln haben wir, Frühlingszwiebeln. Moment, die sind auch älter, die anderen sind neuer. Nehmen wir doch einfach mal die. Essen ist ja aber wie aufs WC gehen. Das ist einfach mal so und so, oder? Und ich konnte lange nicht kochen. Oder ja, noch schlimmer. Und kochen gehabt, da glaubst du gar nicht, was da alles rum ist in unserer Gesellschaft. Nein, ich habe den Plausch. Und wenn ich da wieder mache, meine Pesto und so, alles selber gemacht, oder? Da Pilzmessig eingelegt, Oberscheinemessig, da Basilikum, Peterli. Ja, Aglio Olio noch zu oberst von der letzten Spaghetti-Sauce. Ja, ist einfach, man kann sich eine Schabe machen und das andere Mal kann ich ein Löffel rausnehmen und auch schon gegessen. Also muss ich ein bisschen Teigwaren machen, vielleicht. Mir nicht. Während der Franco mit seinem Hund geht posten, hilft Elisabeth Amerik bei den Vorbereitungen. Ich habe ein geschärftes Messer. So, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe, das genieße ich jetzt auch mal mit dir. Dann, ja, genau. Dann tun wir hier den Abfall rein. Ja. Und dann brauchen wir etwas, um die fertigen Sachen drin zu tun. Du kommst mir überhaupt nicht vor, wie wenn du hier hin würdest gehören. Ich bin jetzt ein Jahr da. Ein Jahr? Ja. Und ich muss sagen, ich nehme keine Drogen und keinen Alkohol, gar nicht. Ja. Und ich bin quasi ja, obdachlos geworden von einem Tag auf den anderen. Das heisst, ich war noch bei meinem Sohn und der ist leider auch nicht gegangen, wegen seiner Freundin. Und dann bin ich dann halt gegangen nachher. Also. Ja. Und wie ist das, wenn du dann so das letzte Mal eine Tür zumachst von einem sicheren Zuhause? Wie ist das gewesen? Schlimm. Schlimm. Das war für mich ganz schlimm. Ja. Ich hätte auch nie gedacht, noch vor einem Jahr, nicht, dass ich einmal in so einer Institution landen würde. Das hätte es für mich nicht gegeben. Also, da hätte ich gelacht und gesagt, geht's, das bin ich dir eigentlich, aber nicht ich. Aber nicht ich, ja. Ja, und jetzt bin ich halt auch da. Mit was für Geld lebst du denn? Von der AHV. Von der AHV? Ja, und vorher hatte ich die Witwe-Rente, weil also, mein Mann ist vor 3 Jahren gestorben. Oh je. Dann ist für mich halt auch ein Zusammenbruch gekommen, als er dann gestorben ist. Und ja, dann ist es dann ein bisschen bergab gegangen. Ja. Also am Anfang hatte ich Mühe, als ich hergekommen bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ersten 2-3 Wochen hatte ich wirklich Mühe. Und dann habe ich aber die Leute kennengelernt. Und ich habe es mit allen sehr gut. Und ich muss sagen, das sind wahre Freunde geworden für mich. Es ist für mich wie eine Familie jetzt. Ja. Und auch wenn ich mal ein Problem oder traurig bin, dann können sie mich trösten. Und das ist schon schön, also, muss ich sagen. Die wahren Freunde habe ich hier gefunden. Alles, was ich vorher an Freunden hatte, das waren keine Freunde mehr für mich. Also, das weiss ich jetzt. Du hast vorher gesagt, du hättest bei deinem Sohn gewohnt. Weiss dein Sohn, dass du da bist? Ja. Wie geht er mit dem um? Ich weiss es nicht. Ihr redet gar nicht mehr miteinander? Nein, praktisch nicht. Wir haben keinen Kontakt mehr zu ihm. Aber würdest du dir wünschen, dass er wieder Kontakt hat? Ja, Fall. Ja, ja. Ja, das ist ein grosser Wunsch, den ich habe. Wow! Sieht das gut aus? Das sieht viel aus. Nein, das, ah, das ist das für die Soße. Das ist das für die Soße. Ah, das ist für, ja, oh, hast du gesagt, klein. Nein, oder so? Nein, ist noch. Ey, wunderbar. Also, das ist das. Dann. Nein, jetzt ist mein Handwäsch. Also, ich bin wirklich kein Koch. Ich bin Hobbykoch. Also, ich muss so sagen, ich habe mit 9 müssen lernen, Gemüsesuppe und Spaghetti machen. Weil ich musste für meine 2 Schwestern. Zum Mittag machen, zum Morgen sowieso. Und Staubsauger auch noch. Und willst du den Rest auch noch wissen? Ja. Nein, komm, lass mich in Ruhe. Ich habe 2 Schwestern erzogen. Die eine hat sogar gewickelt damals. Was ist eigentlich dein Lieblingsessen? Hast du das Lieblingsessen? Lieblingsessen? Also ich habe gerne Käse.
Hey, du bist so schnell mit Kochen. Das ist unglaublich. Du bist wie ein T-Zug. Ich habe fast keine Chance. Nein, aber ich weiß, das muss ja nachher auch noch ein bisschen ziehen, oder? Hier habe ich jetzt ein bisschen Lorbeer drin, da lasse ich jetzt ein bisschen ziehen. Da noch. Ja. Und nachher tue ich das Fleisch drin. Und dann einen Schluck Bier. Hoi, ich bin der Erik. Hoi. Du wohnst auch da. Robi, ja. Hoi. Du bist auch da in der WG. Ja. Super. Schön, dass du da bist. Lässig. Ja. Wir sind am Kochen. Du siehst, ja, okay. Es ist ein bisschen Hektik. Franco hat mir noch so ein bisschen Zwiebeln übrig gelassen. Ja, super, ja. Tue ich da so ein bisschen noch Zwiebeln dazu. Weißt du, das Kochen ist etwas vom Grössten, was es gibt auf dieser Welt. Hoi. Ja, nein, es ist grossartig. Ich bin's. I love it. Nein, es ist grossartig. Während sich der Franco um den Hauptgang kümmert, macht der Erik mit Champignons, Tomaten, Frühlingszwiebeln und Artischocken eine kleine Vorspeise. Vorspeise ist parat. Artischocken auf einem Tomaten-Champignon-Bett. Ich habe gesagt, wir trinken auf den Pfarrer. Ist das gut? Ja. Sehr. Vor allem. Und Santé auf Pfarrer. Ich weiß nicht, was morgen ist. Franco, lieber. Aber schon auf den Pfarrer, mal, muss ich sagen. Robi, Lali, ja, hoi. Elisabeth, oh, danke, dass ich bei euch sein darf. Danke dir. Prost. Robi. Hoi, Mami. Franco, grüßli. Ein guter, ja, miteinander. Ja, so gelten. Ja, jetzt wollte ich auch fragen, wie heisst das Gemüse? Wieder, Artischocke. Ah, also, ich gewusst. Ja. Mhm. Bis auf das, dass es ein bisschen, wie man sagt, der Sturz, der Stiezel, also dass es ein bisschen fest ist. Ich merke nicht den Geschmack, den ich in Erinnerung habe. Was bei der Artischocke jetzt? Ja, ja. Ich habe einen anderen Geschmack. Du hast es bitterer noch. Ja, und holzig und ja. Wie Schuhsohlen quasi. Weißt du, was der Trick ist? Hast du das gesehen? Du tust den Stiel eben nicht Abschnitt, du tust ihn rausbrechen. Also rausreißen, du genau. Willst du ihn rausnehmen, ja. Genau, und dann bleiben die Fäden und dort sind Bitterstoffe drin. Ah ja, aber nur im Stiel? Nur im Stiel. Nur im Stiel, ja. Nur im Stiel, ja. Am Franco sein Brokkoli mit Käse überbacken, ist in der Zwischenzeit auch schon fertig. Zum Hauptgang gibt es Teigwaren mit Kackets an einer Biersauce nach Franco-Art und einem Brokkoli-Käseauflauf. Sieht fein aus mit dem Käse überbrochen. Ja, einfach schnell. Also, und du hast den Backofen sowieso schon angekommen. Also jetzt muss ich mich schnell fragen. Hast du das jetzt gekocht, Franco? Der Franco? Nein. Alleine. Alleine. Ja, dass ich weiss, wer ich muss zusammenschliessen. Ja, einen guten Miteinander. Gute, ja, wünsche ich auch. Ja, super. Dankeschön. Wow. Es ist Wahnsinn. Wir essen jetzt Sachen, die andere nicht mehr hätten dürfen kaufen oder wollen brauchen. Ja. Mhm. Das ist wirklich fein. Mhm. Das ist gut, ja. Ja. Wir haben fein gegessen, super gewesen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, erlebt heute mit euch. Jetzt nimmt mich gleich noch mal einfach eine Frage wunder. Was sind so die Wünsche oder die Vorstellungen jetzt für die Zukunft? Elisabeth.
Also mein Wunsch ist einmal, eine Wohnung wieder zu bekommen. Also gleich in eine Wohnung, dann, dass ich gesundheitlich wieder auf den Damm komme. Und vor allem der Kontakt mit meinem Sohn. Das ist der grösste Wunsch, den ich habe. Familie wieder finden. Ja. Robi? Ich brauche wieder etwas. Ich muss wieder eine Aufgabe haben. Mhm. Etwas, wo ich auch meinen Alltag bestreiten kann. Dass ich eben so viel Geld verdienen kann, dass ich eben auch selber eine Wohnung zahlen kann und mich durchzubringen. Eine Familie wäre ein Thema für dich? Sicher. Ich habe gerne Kinder. Ich hätte gerne eine Familie gehabt. Aber die Umstände, ich konnte es nicht verantworten in meiner Situation. Ja. Ich hätte gerne eine Familie gehabt, mit der richtigen Frau. Mhm. Absolut. Absolut. Aber ich kann nicht Kinder auf die Welt bringen und bin selber auf der Gasse oder noch nicht gefestigt. Und es wäre verantwortungslos, finde ich. Küchenmeister. Herzenswunsch von dir? Herzenswunsch, gesund bleiben. Gesund bleiben? Ja, ich möchte einfach wieder ein bisschen arbeiten können. 50% und einfach slowly, dass am Morgen der Tag anfängt und auch irgendwo einen Wert hat. Und nicht erst also ich gehe schon um 5, 6 aus der Zeitung, aber ich bin erst um 10 bis 12 Uhr bin ich à jour. Also, das ist ja auch nicht, das stimmt einfach nicht ganz. Aber ich meine, nach so vielen Jahren muss ich das als erstes mal ein bisschen... Nein, ich kann nicht. Ich denke einfach, ich hoffe, dass wir es gut haben, dass wir zusammen gesund sind. Und das ist, ich denke, das ist das Erste und das Wichtigste. Klar, muss man gerade ausschauen, aber... Ja. Hört, ich bedanke mich sehr herzlich, dass ich heute da sein durfte. Dass ihr also offen gewesen seid mit mir. Mich habt reinschauen lassen in euer Leben. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ich mache mich auf den Weg. Elisabeth, danke vielmals. Danke dir. Robi, lässig, du bist einfach reingerutscht, aber unverhofft kommt doof. Danke vielmals. Was heisst, du bist reingerutscht? Du bist hier daheim. Genau. Ja, aber das war es. Ja, danke, mit dir zu kochen. Es hat mir grossen Spass gemacht. Ja, mich auch. Und also, hey, du hast eine super Küche. Also, da mache ich mir, also, um eure Ernährung mache ich mir wirklich keine Sorgen mehr. Das ist also grossartig. Ja, wir machen das Beste daraus. Oder wir versuchen es. Wir müssen immer lernen. Also, Piet euch wohl. Also, alles Gute. Danke vielmals. Ja. Danke. Weiterer Tag im Brothausen geht zu Ende für mich. Ein spannender Tag. Ich habe fantastische Menschen kennengelernt. Beeindruckend die hohe Sozialkompetenz, die sie haben. Wie sie respektvoll miteinander umgehen. Wie sie das geniessen, dass sie nicht alleine sind. Mit so Menschen am Tisch sitzen und essen war für mich jetzt ein grossartiges Erlebnis. Super, ich möchte noch mal zurückkommen und dann komme ich nicht mit leeren Händen. Was Swissdiner Kandidaten normalerweise gewinnen können, wird für einen guten Zweck verschenkt. 3'000 Franken vom Glattzentrum. Im beliebtesten Einkaufszentrum der Schweiz mit über 100 Geschäften findet man alles, was das Herz begehrt. Glattzentrum, your first shopping destination. Am letzten Tag in Brothausen möchte Erik die Bewohner überraschen. Würdest du mir ein bisschen helfen in der Küche? Ja, ich kann dir nicht allein kochen lassen. Franco, um welche Zeit gibt es eigentlich zu essen, wenn wir mit parat sind? Ich weiss das nicht. Wir essen es, wenn es fertig ist. Ein grosses Holzbrett wäre cool. Warte, ich gehe eins holen. Ein grosses Holz? Papi helfen. Ja. Papi holt ein grosses Holzbrett. Ja, Achtung, Eis! Heiß! Swissdinner ist präsentiert worden vom Kochmagazin Saisonküche, saison.ch. Das war glanzvolle Unterhaltung mit Perfect Mousse. So einfach wie ein Shampoo für bis zu 30% mehr Farbglanz von Schwarzkopf.